Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr Fotos und Videos von eurem iPhone oder iPad auf euren Windows-PC übertragen wollt, dann bleibt unbedingt dran. In diesem Video zeige ich euch, wie das am schnellsten funktioniert. Los geht's! Wenn ihr unter 100 Fotos übertragen wollt, ist die schnellste Methode, das Ganze über die Website Snapdrop zu machen. Einfach auf dem iPhone und dem Computer die Website snapdrop.net öffnen, auf das andere Gerät klicken, die Fotos auswählen und auf Hinzufügen klicken. Auf dem PC werden die Fotos dann in den Downloads-Ordner gespeichert. Bei sehr vielen Fotos oder großen Videos funktioniert das aber nicht. Hier solltet ihr das Ganze besser mit einem Lightning-Kabel machen. Damit ihr die Fotos aber per Kabel übertragen könnt, müsst ihr auf dem iPhone einige Einstellungen machen. Geht in die Einstellungen, scrollt runter bis zu Fotos und hier müsst ihr Laden und Originale behalten aktivieren. Andernfalls werden die Fotos in der Originalqualität nur auf der Cloud und nicht auf dem iPhone gesichert. Weiter unten findet ihr die Einstellungen auf Mac oder PC übertragen. Hier müsst ihr Originale behalten aktivieren. Geht zurück in die Einstellungen, klickt dieses Mal auf Kamera, Formate und hier könnt ihr zwischen zwei Bildformaten wählen, mit denen das iPhone die Bilder aufnimmt. Zum einen High Efficiency, dann haben die Bilder die Dateiendung .heif oder maximale Kompatibilität. Dann werden die Fotos im JPEG-Format aufgenommen. Für die Fotos, die ihr jetzt auf dem iPhone habt, spielt das keine Rolle. Das ist nur für die Fotos relevant, die ihr in Zukunft machen werdet. HEIF verbraucht weniger Speicher, ist dafür aber nicht so populär. JPEG verbraucht dafür mehr Speicher. Wenn ihr Einstellungen bei den Fotos geändert habt, stellt euer iPhone für ungefähr 15 Minuten laden, vielleicht sogar noch länger, und wartet, bis die Fotos aus der Cloud auf euer iPhone geladen sind. Es können nämlich nur Daten übertragen werden, die sich lokal auf dem iPhone befinden. Verbindet jetzt euer iPhone mit eurem Computer. Wichtig ist, dass das Kabel MFI zertifiziert ist, damit auch Daten übertragen werden können. Mit den originalen Kabeln muss es aber immer funktionieren. Links zu guten MFI-Kabeln findet ihr unten in der Videobeschreibung. Stellt sicher, dass euer iPhone lädt. Wenn auf dem iPhone eine Nachricht auftaucht, klickt auf Zulassen und öffnet auf dem iPhone die Fotos-App. In Windows 10 müsst ihr das Programm Fotos öffnen. Klickt dann oben rechts auf Importieren von einem verbundenen Gerät und wählt euer iPhone aus. Windows sucht dann nach Fotos auf dem iPhone. Unter Ziel ändern könnt ihr oben links einen Ort auswählen, wo die Bilder gespeichert werden sollen. Dann könnt ihr die Bilder auswählen, die ihr importieren wollt. Mit STRG A könnt ihr alle Bilder auf einmal auswählen. Zum Schluss auf Importieren klicken. Und schon befinden sich die Fotos auf meinem Desktop. Wenn die Dateien, die ihr runtergeladen habt, nicht im üblichen JPEG-Format, sondern im HEIC-Format sind, könnt ihr sie mit Hilfe eines Online-Konverters umwandeln. Am besten ist diese Website hier. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach die Datei auswählen hochladen, konvertieren lassen und dann wieder herunterladen. Okay. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Gerne könnt ihr mir auch einen Kommentar hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.